Der Romeo Chanson, das erste Lied heißt Mon Année, ist aus dem Album, aus der CD Nostalgique von 2012, heißt Mein Jahr. Für Viva Con Agua heute, Benefizkonzert, ich finde es richtig geil, dass ihr dabei sein darf. Dankeschön. Der nächste Song heißt A bout de souffle. Also wenn ich jetzt die Übersetzung bringe, werden jetzt alle erschrecken. Das heißt nämlich atemlos. Ich bin nicht Helene Fischer. Ich bin MC Barad und den Song gab es schon 2012. Je suis Charlie Hebdo. Ihr wisst, was abgegangen ist in Paris. Meine Solidarität geht da raus. Manchmal ist man so isoliert oder lässt sich so isoliert von einer Person, da geht es um eine Beziehung. Und da muss man sich manchmal wieder so freischwimmen. Man vergisst Freunde und so. Und dann heißt es dann so, jetzt reicht's mal, jetzt muss ich mal wieder nicht so ausbrechen aus dem Ganzen. Kennt ja jeder so Situationen, wo man dann einfach manchmal noch seine Freunde links liegen lässt. Das ist nicht so korrekt. Und dann muss man mal wieder sagen, ey, so wieder Klick machen im Kopf, wieder umschalten. Und mal wieder mehr den Horizont öffnen. Dieser Song heißt L'Humanité, übersetzt Menschlichkeit. Es liegt mir sehr am Herzen wieder, weil gerade, wie gesagt, diese Sache mit Paris nochmal drauf zurückzukommen, mit dem Je suis Charlie mittlerweile, dass jeder sich auch solidarisch zeigt. Und dieser Song passt sogar noch besser drauf. Geht es einfach um die Menschlichkeit, die ja heutzutage leider in der Gesellschaft immer wieder an Teilen fehlt, wo ich immer wieder zu aufrufen muss. Leute, weg mit dem Egoismus, guck mal mehr auf die Mitmenschen. Ich bin hier, um Liebe zu verbreiten. Ich bin hier, um es in die Welt zu schreien. Ich will absolut keinen Hass schüren. Ich will euch tief im Innersten berühren. Ich will, dass ihr die Welt positiv betrachtet, auch wenn es schwerfällt. Vielleicht hilft ein Lachen. Ich will nur einen Teil dazu beitragen, damit der Mensch in dieser Erde die Wurzelfrüchte tragen. Ich rapper französisch, habt ihr ja gesehen, und ich singe auch, und vor allem habe ich auch das Hip-Hop-Ding in mir so, und deswegen möchte ich gerne jetzt mal mit Beat was bringen. Und ja, von der Platte, und der Song heißt C'est pas de peau. Einer geht noch, kommt dann noch einer mit Beat. Diesen Chance nach den habt ihr vorhin gehört, weil den mag ich auch sehr, den Song. Okay, einer geht noch dann. Aber bitte gerade nur so weit, ey Leute, ihr seid der Hammer, ey. Tu m'as isolé de la société. Je veux prendre de nouvelles chances. Chances. Le passé, c'est le passé. Je suis confiant pour l'avenir. Il faut sortir pour ne pas s'arrêter. Je suis le paradis, de nouvelles choses.
geschieht, ich bin so scheißegal. Komm und Papa, Mann, chill mit Paraté. Geh nur mit aus, ich bin so scheißegal. Komm und Papa, Mann, chill mit Paraté. Dankeschön, ihr seid cool. Das ist super cool. Danke an Alex. Danke an alle, die auch gekommen sind. Yvonne, Simon, extra Heimberg, Andreas, hammergeil. Wahnsinn, Wahnsinn. Macht euch für uns selbst. Übertragen wir. Hallo, ich bin Glücksbringer. Nachrichten. Hallo liebe Leute. Wie ihr sehen könnt, bin ich ein absoluter FC Bayern München Fan, weil es ein geiler und vor allem sozialer Verein ist. Viele Menschen sehen das leider nicht so und hassen diesen Verein, was ich nicht so ganz verstehen kann. Naja, der FCB gewinnt so gut wie immer und bekommt wenig Gegentore, aber von nichts kommt nichts. Darum habe ich mir Folgendes überlegt. Wie kann man den Verein wieder beliebter machen? Gute Frage. Aber ich bin letztendlich zu dem Entschluss gekommen, und das ist kein Witz. Das, was ich euch jetzt sage, meine ich total ernst. Ich werde, und jetzt haltet euch fest, alle Spiele von und mit FC Bayern, also alle 34 Bundesligaspiele, DFB-Pokal und Champions League, und das sind einige. Alle Tore, die der FCB geschossen mit 1 Euro, plus die Gegentore, die der FCB kassiert hat, mit 2 Euro belohnen, weil sie so wenig Gegentore fallen, um die Liga oder Mannschaften zu motivieren. Und das ganze Geld, Viva con Aqua San Pauli, Wasser für alle, alle für Wasser, eine Organisation spenden. Ihr könnt auch mitmachen und zum Beispiel Köln nehmen. Die schießen kaum Tore, aber bekommen auch wenige. Dann wird's für euch nicht so teuer und Kleinvieh macht auch Mist. Tropfen für Tropfen. Das ist also sozusagen eine Challenge. Und tja, ihr könnt es ja dieses Jahr so machen. Aber ihr müsst nicht immer die gleiche Challenge, also nicht immer die gleiche Organisation nehmen, sondern ihr könnt auch mal eine andere nehmen. Wichtig ist nur, dass man dran bleibt und vielleicht es jährlich macht. Und ich sage schon mal, vielen Dank fürs Teilen und Zuhören. Und bis bald, euer Glücksbringer. Ja, herzlich willkommen. Wir machen das zum
siebten Mal jetzt, glaube ich, immer zum World Toilet Day. Das ist tatsächlich ein ganz offizieller UN-Feiertag, wo daran gedacht wird, eben, dass tatsächlich immer noch 2,4 Milliarden Menschen auf der Welt ohne sanitäre Grundversorgung auskommen müssen. Und Viva Con Agua generell, gibt es seit 10 Jahren, und Viva Con Agua hat sich als Ziel gesetzt, alle Menschen auf der Welt den Zugang zu sauberem Trinkwasser zu ermöglichen. Das macht Viva Con Agua hauptsächlich eben mit viel Freude und Spaß. Bedeutet alles, was so universelle Sprachen sind wie Kunst, Musik, Sportevents. Dadurch versuchen wir, auf die Situation aufmerksam zu machen und gleichzeitig eben durch diese Events auf kreative Art und Weise Spenden zu sammeln für Projekte in verschiedenen Ländern, wo es eben zum einen um Trinkwasser geht, aber auch mittlerweile Sanitation und Hygiene. Also die Komponente ist immer sehr wichtig, damit das Wasser eben dort vor Ort auch sauber bleibt. Muss man auch wissen, wie man sich die Hände wäscht und vielleicht nicht ins offene Feld sein Geschäft verrichtet wegen Bakterienvermehrung. So, den World Toilet Day haben wir eben mit Viva Con Agua Heidelberg, sind auch echt viele da aus der Gruppe, haben wir vor 7 Jahren eben ins Leben gerufen, und diese Idee mit dem Toilettendeckel, die kam an dem Abend, wo wir gefeiert haben, eher spontan, weil wir da auch viele Künstler aus Heidelberg da hatten, die dann eine Sitzecke hatten mit vielen Stiften, und dann kam jemand auf die Idee, komm, lass uns im Baumarkt einfach nochmal ein paar Toilettendeckel kaufen und legen die dorthin, und da wird schon irgendwas Tolles dabei rauskommen. Und so war das dann auch, und seitdem versuchen wir jedes Jahr eben diesen World Toilet Day zu nutzen, um darauf aufmerksam zu machen und gleichzeitig eben tolle Kunstwerke zu versteigern, und mit den Einnahmen wollen wir eben die Projekte von Viva Con Agua unterstützen. Dieses Jahr. Dieses Jahr fließen die Erlöse in den Water Walk, der aktuell von Ruanda nach Uganda läuft. Da laufen ein Haufen Menschen von Kigali nach Kampala und machen auch auf das Thema Water Sanitation and Hygiene aufmerksam. Und das Tolle ist, wir haben jemanden dabei, der da war und der mitgelaufen ist. Ja. Also Timo ist vorgestern zurückgekommen aus Ruanda und hat mitgemacht. Wir hatten eine Erkältung mitgebracht, und denen geht es auch nicht so gut. Und deswegen noch umso toller, Timo, dass du hier stehst und das machst. Nein, also ihm geht es wirklich nicht gut, aber er steht hier und ihm ist das wichtig. Und er macht es seit 7 Jahren, und deswegen super, Timo. Ja. Das, ich bin da nur ein Teil mitgelaufen. Den großen Respekt gilt wirklich den Leuten, die jetzt da noch weiterlaufen. Also 127 Kilometer bin ich in 6 Tagen mitgelaufen, und 550 Kilometer sind es insgesamt. Die laufen jeden Tag ca. 20 bis 30 Kilometer, und dann wird abends wieder das Camp aufgebaut, morgens wieder das Camp zusammengebaut, und dann geht es weiter, laufen, machen Aktionen an Schulen, haben aber auch den Vertrag dort unterzeichnet mit dieser örtlichen NGO über das Projekt. Also es finden verschiedene Aktionen auf dem Weg statt, und am Ende in Kampala ist dann ein großes Festival, Abschlussfestival mit vielen Künstlern und Musikern, teils aus Deutschland, aber auch aus Ruanda und Uganda. Also das kann man auch verfolgen. Waterwalk 2017 ist der Hashtag, und Facebook-Accounts, Instagram-Accounts, auch Neon ist dabei, Neon-Chefredakteurin, vielleicht kommt irgendwann ein Artikel. Radio und so weiter kann man verfolgen. Jetzt habt ihr es schon mal gehört, und vielleicht kommt es ja irgendwann wieder. Genau. 2 Deckel habe ich mitgebracht von ugandischen Künstlern. Zum einen hier D-Street, der das in der Zeit, während ich gelaufen bin, hat der das gemalt. Und Tindi, beide echt sehr bekannt in Uganda. Und haben das eigentlich auch richtig cool hingekriegt für die in der kurzen Zeit, finde ich. Und bin happy, dass wir welche auch aus Afrika hier haben, von afrikanischen Künstlern. Die anderen beiden sind aus Hamburg. Bobby Serrano ist ein Viva Con Agua Künstler, der ständig an der Millantor Gallery oder ständig Auftragsarbeiten und Flyer-Entwurf immer macht.
Von daher ist Bobby Sarane so ein Familienmitglied von Viva Con Agua. Und der letzte Deckel, der ist von der Anissa. Und ich kenne sie persönlich nicht so gut, aber lasst es auf euch wirken. Kann dazu jetzt nicht allzu viel sagen. Aber auch Großes aus dem Viva Con Agua-Umfeld aus Hamburg. Wie haben wir es uns gedacht? Wie geht's weiter? Genau, wie geht's weiter? Wir haben überlegt, wir möchten diese vier Deckel dieses Jahr Masse statt Klasse. Wir wollen die dieses Jahr Klasse hier. Sonst immer Masse statt Klasse, jetzt Klasse statt Masse. Wir hatten mal viel mehr, wir haben dieses Jahr nur vier richtig coole und wir wollen die jetzt hier direkt live versteigern. Das Internet kann mit steigern, ihr seht die beiden da mit Instagram, Facebook und so weiter. Also wenn, hallo Internet, falls jemand bei euch da mit steigern will, dann schreibt es in die Kommentare und die Jules und der Birk werden das dann hier reinrufen. Ja, genau. Startpreis haben wir festgelegt. Startpreis haben wir festgelegt auf 5.000. Kurz überlegen. 5.000 Cent. Wir haben gedacht, lustiger, wir machen nicht Euro, um euch auch ein bisschen zu verwirren. Wir machen einfach Cent. Und dann könnt ihr auch nämlich jetzt hohe Beträge, dann sind wir gleich bei den Tausendern. Ja? Und ihr könnt jetzt also ab 5.000 Cent, ja, mal kurz umrechnen, wie viel das ist, könnt ihr jetzt reinrufen. Und damit es noch besser wird, gehen wir immer in... Tausender Schritten machen. In Zehntausender? Nee, ich habe gerade nicht so ganz zugehört. Tausender? In Tausender Schritten geht es weiter. Ich müsste da mal einen Taschenrechner rausnehmen, in Tausender, damit ich das umrechne. Wenn wir merken, dass das totaler Käse ist, dass hier das viel zu schnell geht, dann machen wir Zehntausender Schritten. Also, 300 Millionen ist Obergrenze, haben wir gesagt. Ja. Genau. Gibt's ja jetzt auf dem 300 Millionen ist Obergrenze. Ja, genau. Dann haben wir auf jeden Fall das teuerste Ding versteigert. Eine Anmerkung vielleicht zu also Jesus, den will da keiner mehr, oder? Eine letzte Anmerkung vielleicht zu den D-Street-Deckel. Die Brille ist hier, inklusive Schrauben. Wenn jemand einen Kreuzschraubenzieher dabei hat, schraube ich ihn auch noch an. Aber nur, dass ihr wisst, das Ding ist vollständig. Das ist durchaus auch zum Gebrauch zu benutzen. Es gibt viele Leute, die haben es auf ihrem Klo. Was ich da vielleicht dann noch als Tipp gebe für den, der es ersteigert, einmal ins Bauhaus, Klarlack holen, draußen im Freien, schön mit Klarlack drüber. Und dann kann man das auch abwischen und sauber machen. Apropos Hygiene. Genau. Also legen wir los? Fang du mal an, würde ich sagen. Ich fange mal an. Also wir haben hier diesen Toilettendeckel von D-Street, die von Timo gehört, vollständig, mit Schrauben und Brille. Und in diesem wunderbaren Design. Wir öffnen einfach. Also 5.000 ist das Startgebot. Ja? Wer bietet vielleicht schon mal 5.000? Ich sehe gar nicht. €410 für sauberes Trinkwasser in Uganda. Ja, vielen Dank. Herzlichen Glückwunsch an die neuen Deckelbesitzer von der Philippischen Plattform. Genau. Bevor jetzt alle gehen, wir sind ab 10 Uhr im Breidenbach. Straße, weiß ich nicht. Hebelstraße, genau. Dort ist die Party zum World Toilet Day. Wir würden uns freuen, wenn ihr alle kommt und mit uns den World Toilet Day feiern. Schön, dass ihr da seid. Ja. So, Wasserwasch. So, also Gurken für Wasser ist eine Aktion, die, ja, wie soll ich sagen, es ermöglicht, dass man halt auf das Wasserthema aufmerksam macht. Entschuldigung. Weil es gibt immer also noch viele Länder, die halt kein Trinkwasser haben.
oder überhaupt kein Wasser haben. Und um halt auf dieses Problem darauf aufmerksam zu machen, gibt es viele Aktionen. Unter anderem auch jetzt Gurgeln für Wasser. Und da könnt ihr dann eure Freunde nominieren. Also ich nominiere unter anderem MC Liberal und Tina Kemmler, das Gleiche zu tun. Und zwar mit quasi, also Lied eurer Wahl zu gurgeln mit Wasser und das Ganze dann hochzuladen und dann Gurgel für Wasser als dazu zu schreiben. Und ja, je mehr das machen, umso besser ist es für eine Welt ohne Durst. Also in diesem Sinne, Prost! Hallo, ich stehe mitten in St. Pauli und will jetzt die Millantor-Galerie besuchen gehen von Viva con Aqua. Aber ich kenne mich hier noch gar nicht aus. Mal sehen, ob ich es finde. Also, let's go. Wir liegen nebeneinander in deinem Bett und suchen nach etwas, das nicht in uns ist. Und weil das passiert ist, aus einem Glas zu viel, geh ich jetzt, danke, es war schön mit dir. Vielleicht sieht man sich wieder, mich in einer Spelunke, beim nächsten Mal Kaffee und den ich im Dunkeln. Vielleicht auch nicht, meine Träume sind beschissen, ich will doch nur ein, mehr als einmal küssen. Ich tanze auf den Tischen, ertränk mich in Gläsern, ein bisschen Kamikaze auf den letzten Metern. Und meine Einsamkeit singt leise in mir, bis mich jemand findet, tanze ich hier. Tanze ich hier. Wir sind hier im Millantor Gallery Stadion an der Wand von Henning Heide. Der Typ hatte damals die erste Kunstausstellung hier. Dann quasi zu Kunst gemacht haben und dann im Stadion gebracht haben. Das stimmt. Naja, wir sammeln Spenden für Trinkwasserprojekte in der dritten Welt im Prinzip. Und dabei gehen wir nach dem Bosch-Ansatz vor. Das heißt zum einen Water, Sanitation und High Green. Also das ist die Abkürzung, für die Bosch steht. Ja, das ist Viva con Aqua. Oder hättest du noch mehr gewünscht? Da sind noch zwei, drei Sätze, also, was dir einfällt so. Genau. Ja, damit ist gemeint, zum einen Wasserversorgung klauschen, also sicherstellen, dann aber auch Hygieneschulungen. Ja, und Sanitation, damit ist zum Beispiel Toiletten gemeint. Das heißt, wie verwende ich Toiletten? Habe ich überhaupt die Infrastruktur, um Toiletten anzubieten? Latrine und so weiter sind dabei vonnöten. Genau, das ist Viva con Aqua. Okay, danke schön. Ja. Genau, das ist die Viva con Aqua Kollektion, wo 10% Spende von jedem verkauften Artikel an Viva con Aqua gehen. Es wird handgefertigt in Indien und wird am Ende in Indonesien, in Vietnam vernäht. Es gibt hier, das ist eine Art Pilotentasche, heißt das. Man trägt die halt entweder vorne rum oder zur Seite. Das heißt, dass man sich so umholen kann. Oder so an der Seite. Die Tasche hat mehrere Innenfächer. Das fängt hinten an mit einer rückseitigen Tasche. Von innen gibt es verschiedene Aufteilungen. Hier gibt es noch einen kleinen Haken für einen Schlüsselbund oder für sonst noch etwas. Für Stifte gibt es einzelne unterteilte Fächer. Und vorne gibt es auch noch mal eine verschiedene Tasche. Genau, kommt aus Indien. Indien ist das Partnerland von Viva con Aqua für 2017. Und ja, 10% Spende. Insgesamt konnten wir seit November schon 10.000 Euro spenden. Sehr gut, wunderbar. Und heute dann Sonntag, Tatort bei Freunden, vorher indisch kochen und den Samstag bereuen. Juli mangelt es an Vitamin D. Die Sonne kommt mal wieder etwas zu spät. Stoßen dann auf die Jugend, auf Liebe und Leben und unsere.
wo die Liebe hinfällt, schlägt sie ihre Knie auf. Doch ich dreh mich einfach weiter und sing laut. Was ich mir jetzt von dir wünschen würde, wäre Folgendes. Du malst mir in 30 Sekunden ein Bild von dir, das ich nicht vergessen werde. Go. Auf den Tischen, ertränkt mich in Gläsern, ein bisschen Kamikaze auf den letzten Metern. Und meine Einsamkeit sinkt leise in mir, bis mich jemand findet, tanze ich hier. Und wie lange machen Sie das schon? Jetzt seit ungefähr 8 Jahren mache ich jetzt Airbrush. Gut. Genau, also klein angefangen und immer noch zu Hause im Wohnzimmer tatsächlich. Sehr gut. Und wie lange dauert sowas? Also, unterschiedlich, also ich werde immer schneller. Ich brauchte früher länger für Bilder, jetzt geht es nur mittlerweile 1 bis 2 Tage, dann ist das fertig. Und also könnte man die auch kaufen, ne? Oder was denn? Die also so Skateboards oder so. Ob man die klauen kann? Ne, kaufen. Ach, kaufen, ja, auf jeden Fall. Ja. Das auf jeden Fall. Also einfach Design sagen, also das, was du haben willst. Ja. Da gibt es wirklich kaum Grenzen. Okay. Von Kinderporträts bis hin also zu Fantasy oder Wasserwelten. Cool. Da gibt es wirklich kaum Grenzen. Da ist fast alles. Sehr schön. Und wird es viel angefangen? Auf alle Untergründe. Du kannst auf dem Skateboard machen, auf dem Auto, auf dem T-Shirt. Da geht es halt auch. Auf Holz, Metall. Ja. Da gibt es kaum und also wirklich kaum Grenzen. Nur leider kann ich, also ich bin jetzt nicht so begabt. Sprühen oder so ist nicht so mein Ding, sag ich mal. Aber auch, da kommt man auch rein. Mit viel Mühe und Geduld, dann schafft man das auch. Es gibt ja bestimmt auch Techniken oder so, glaube ich. Ne? Ja, aber die lernt man ja. Mit der Zeit. Ist alles ähnlich, man muss einfach nur üben. Immer dranbleiben, weitermachen. Und wenn dann das schlecht wird, dann macht man es halt neu. Das ist aber so sehr frustrierend, wenn man auch Bilder neu machen muss, zweimal machen muss. Ja, ja. Ja, irgendwann
Genau. Das stimmt. Aber es macht einfach Spaß. Ja, das ist. Wenn du halt ein langes Board hast und nach zwei Tagen ist da was drauf, was cool aussieht. Ja, das glaube ich, ja. Das sieht auch wirklich sehr schön aus. Also. Ja, ich bin gespannt, wie es geht. Also, das ist nur so ein Stand, das sieht aus. Ja. Ich kann mal gar nicht sagen, wie es am Ende aussehen wird. Das ist je nach Gefühl. Ich hoffe, es wird gut aussehen. Ja. Oder wird es ganz spontan so, kann man sagen, gemacht? Oder werden sich vorher eigentlich manchmal auch so Entwürfe schon also zurechtgeschnitten, sag ich mal? Also das meiste ist wirklich spontan. Es gibt, die meisten sagen mir konkret, was sie haben wollen. Irgendwie ein Porträt von ihrem Löwen oder von ihrem Hund oder irgendwas anderes. Und oft sagen die einfach, mach so, was du willst, mach worauf du Bock hast. Ja. Ist dann doch. Verein Visions for Children. Visions for Children sammelt Gelder und baut Schulen in Ländern, wo es nötig ist. Und ich unterstütze das Ganze mit einem Tonträger. Die Tasche. Okay, super. Und wir veröffentlichen einen Tonträger. Und die Einnahmen daraus gehen komplett an den Verein. Das ist ein...
einen Tonträger namens 20 G's, 20 G's, das kommt zum G20 raus. Und was wir da meinen, also was es ist, ein Produzentengipfel und was wir tun, ist einfach die gesamten Einnahmen spenden. Okay. Genau, das ist das, was wir tun hier. Sehr gut, finde ich toll. Bitte? Habt ihr auch also CDs oder ist das jetzt schon? Nur Vinyl. Ah, okay. Vinyl, aber ab dem 7.7. kannst du das auch runterladen oder streamen im Internet. Okay. Ja. Was kostet normalerweise so ein Vinyl? Genau. 20 Euro. Na gut, dann, Es kommt eine Woche. Hier kannst du es halt eine Woche früher schon bekommen. Ansonsten nächste Woche ab Freitag im Handel. Okay, dann guck ich mal. Dann werde ich noch eine Kleinigkeit spenden oder so. Bitte? Ich würde noch eine Kleinigkeit spenden. Oh, großartig. Ja, ja, danke. Gut. Kannst du da einfach reinschmeißen. Mhm. Ja. Wieder ein Video. Alle wollen Freiheit, aber keiner will mehr kämpfen. Jeder braucht Freunde, aber keiner mag Menschen. Spieglein, Spieglein, dann bist du verliebt. Zwischen Disco-Betrieb und Dispo-Kredit. Brich aus dir aus, statt nur freizunehmen. Kein Dach, kein Haus, scheiß auf Bausparverträge. Denn du verkaufst dein Leben an ein grunzendes Schwein. Dabei hilft es nur kurz mal verschwunden zu sein. Nur wenn der Fuchs sich verläuft, hat der Hase gewonnen. Doch wenn der Hase ein Fuchs ist, läuft er erst gar nicht davon. Er lauert, er powert, er mauert. Er musste die Glocke verlassen, denn das Leben findet dort draußen statt. Verspiegelte Scheiben zerschlagen, diese Grenzen wurden nur ausgedacht. Da draußen gibt es eine Welt, schon fast zerstört und nicht gehört, da sie sich nicht mehr selbst gehört. FIFA con agua San Pauli, FIFA con agua weltweit, FIFA con agua around the world. Lo que necesito es agua para vivir. All I need in this world is some water to live. FIFA con agua mit LeBloy, FIFA con agua mit Pantone, FIFA con agua in my heart, FIFA con agua corazón. Un llamado de conciencia, un grito de resistencia, un grito desesperado, un grito de alerta.
Mein Name ist Simon und ich unterstütze die Idee oder Vision von Viva Con Agua und Goldeimer. Denn die beide haben sich zusammengeschlossen, um auf ein weltweites Problem aufmerksam zu machen, nämlich Toilette. Über Millionen Menschen haben keine Toilette, um ihr Geschäft zu machen. Und es ist echt scheiße, auf gut Deutsch gesagt. Deswegen werde ich jetzt da mitmachen. Und zwar mit der Toilette-Rolle hochhalten, weil die haben da so Kick-It oder Klopapier jonglieren. So eine Aktion gestartet, um halt ein Zeichen da zu setzen und da auf das Problem aufmerksam zu machen. Und das mache ich jetzt mal. Ich probiere es mal, aber ich schaffe es leider nicht so oft. Wenn ich Glück habe, so zweimal. Oder? Aber es ist gar nicht so einfach. Aber es ist eine tolle Idee. Deswegen probiert es mal aus. Setzt ein Zeichen und versucht die Klopapierrolle irgendwie zu jonglieren und so oft wie möglich, um ein Zeichen zu setzen. Klos für alle, alle für Klos. Oder ja, so heißt der Spruch. Und oder umgekehrt, alle für Klos, Klos für alle. Und unter Viva Con Agua findet ihr mehr Ideen. Also seid dabei, setzt ein Zeichen und teilt es dann. Und ja, mal sehen, was da noch so geht. Hashtag Klos für alle, alle für Klos. Viva Con Agua Goldeimer. Und ja, dann wird hoffentlich da mal was passieren. In diesem Sinne, ciao. Ist natürlich Kickshit. Also die Aktion von Viva Con Agua und Goldeimer heißt Kickshit. Also mach mit bei Kickshit unter Hashtag Kickshit oder Klos für alle, alle für Klos, kann man natürlich mehr herausfinden. Ciao. Also mein Name ist Simon und ich freue mich, dass ihr euch für ja, Viva Con Agua interessiert. Aber jetzt wollte ich erstmal, die erste Frage ist, was wisst ihr überhaupt von Viva Con Agua? Also habt ihr schon mal überhaupt was gehört und was sie so machen? Ja. Ja, genau. In also Afrika sind die also unterwegs und auch in anderen Kontinenten, aber hauptsächlich jetzt erstmal so Afrika, weil da gibt es wirklich Armut ohne Ende und das ja, Trinkwasser ist knapp. Die haben schmutziges Wasser da und die Kinder müssen oft oder auch Eltern müssen oft kilometerweit laufen, bis überhaupt mal zu einer Wasserquelle kommen. Und das ist ganz extrem schlimm dort. Und Viva Con Agua setzt sich dann halt ein und baut so Quellen und Brunnen, und dass es denen halt besser geht. Und das machen die unter anderem auch durch verschiedene Aktionen. Zum Beispiel durch Fußballspiele oder also Benefizspiele oder durch Musikveranstaltungen tun die dann so ja, Pfandbecher einsammeln und das ganze Geld geht dann zugunsten zu dem Projekt. Ja. Und ich habe auch ein paar Filme mal mitgebracht, wo euch das dann mal so anschauen könnt, was die da so machen. Und das können wir uns jetzt mal angucken, wenn ihr wollt. Ja. Also, jetzt mal, wir hatten ein bisschen aufgepasst. Wann wurde Viva Con Agua gegründet? 2005. Ja, genau. Also, das, und wo? ja. Ein Tennislager auf Kuba, glaube ich. Ja, genau, also ein Trainingslager in Kuba, da wurde die Idee quasi geboren. Und wisst ihr auch, welcher Fußballverein?
Genau. Sehr gut. Ja, also wie gesagt, 2005 waren die, also Benjamin Adrian und Fußballspieler von St. Pauli, die waren da im Trainingslager auf Kuba gewesen und haben welche Organisation unterstützt? Welthungerhilfe? Ja, richtig. Und da haben sie so also einen Kindergarten dort unterstützt erstmal. Und zwar haben dann halt auch so Sanitäranlagen also gesponsert sozusagen. Und dann haben die halt gesehen, dass dort halt viel also Armut herrscht und so. Und dann haben wir gedacht, da muss was passieren einfach. Da muss man helfen und so. Und wie haben die das dann gemacht? Wie ging es weiter? Ja. Genau. Richtig. Bist du ja auch unter, also zum Beispiel wer? Ja, richtig. Sehr, sehr gut. So, und ja, wir können uns zum Beispiel mal auch ein Musikvideo angucken, weil, wie gesagt, die machen ja sehr viel mit Musik und haben halt auch mit afrikanischen so, machen die ja auch immer viel. Und da will ich euch mal was zeigen. Habt ihr schon mal was von Viva con Agua Mineralwasser gehört? Seit 2010 haben die so Mineralwasser auf den Markt gebracht, das man auch also kaufen kann und quasi Viva con Agua mit unterstützen kann. Nur das Problem ist, das gibt es jetzt noch nicht überall zu kaufen, ne? Nur in bestimmten Gebieten. Also Heidelberg zum Beispiel kann man es auch kriegen, aber jetzt hier in Eberbach zum Beispiel gibt es leider noch nicht. Und ja, da habe ich jetzt auch mal so ein Video mal mitgebracht. Jetzt mal eine Frage, wer war ein Hauptmitgründer von Viva con Agua? Nee, welcher? Also. Ja, genau. Und dann Michael Fritz. Und haben wir auch aufgepasst, welche zwei Projekte unterstützt werden? Genau. Richtig. Sehr gut. So, und jetzt zeige ich noch nochmal ein Musikvideo über Wasser. Die haben auch so ein Wasserlied gemacht. Ja, jetzt wisst ihr mal, wie so ein Netzwerk aufgebaut ist. Und in wie vielen Städten sind die aktiv? Habt ihr? Ja. Über 50. Richtig. Ja. Und jetzt zeige ich euch mal, also es gibt ja auch also verschiedene Aktionen, zum Beispiel, habt ihr schon mal was von Run for Wash gehört? Das ist so eine Art also Spendenlauf, wo man auch an Schulen machen kann. Und dann, aber ich zeige euch am besten mal ja, den Film. Jetzt mal eine Frage, in was für Projekte laufen die? Ja. Genau, ja. Und wisst ihr auch, was Wash heißt? Ja, genau, so Border Sanitation Hygiene. Ja. So, und in wie viele Schulen? Genau, 53. Ja. Ja. Nee, man kann auch hier, also man muss sich hier anmelden. Also per Internet kann man da schreiben. Bei Viva con Agua Schule Rand vor Wasch. Und dann kann man da schreiben, dass man da gerne mitmachen will. Und dann kommt die auch. Das heißt, ich weiß, wahrscheinlich werden die dann, weil es gibt auch Viva con Agua Heidelberg hier und ich denke mal, dass die dann von Heidelberg Leute hier hinschicken
weil ich weiß jetzt nicht, ob die jetzt direkt halt von St. Pauli da kommen, das weiß ich jetzt nicht, aber ich weiß, dass auf jeden Fall dann Leute kommen und das dann mit organisieren. Und das ist meistens immer so April rum, April, Mai, glaube ich. Aber wie gesagt, einfach mal da hinschreiben. So, Pause. Oder machen wir weiter. Ja. Jetzt wisst ihr auch ein bisschen was in der Wintersportgalerie. Das ist ein ganz schöner Aufwand jedes Jahr, der sich aber lohnt. Und ihr merkt, dass Lieber von Aqua also sehr viel macht, ne? Und das ganze Jahr unterwegs ist und sich praktisch jeder engagieren kann. Also auch ihr könnt, wie gesagt, mit eurer Schule so einen Spendenlauf machen und die unter anderem unterstützen. Und das kann man auch im Internet sehen, also kann man sich da anmelden. Oder ich habe jetzt zum Beispiel mal einen Flyer, habe ich jetzt mal mitgebracht, das lasse ich mal hier. Da stehen auch die ganzen also Adressen noch, wo man sich dann quasi, wo man hinschreiben kann. Zum Beispiel Schule at Viva con Aqua, wo man dann so ja, Spendenlauf organisieren kann und so. Oder noch verschiedene andere Sachen machen kann. Und das lasse ich mal hier. Und da will ich zum Abschluss noch ein kleines Musikvideo zeigen. Und dann war es das quasi schon von meiner Seite aus. So, also, dann mal vielen Dank mal für eure Interesse an Viva con Aqua. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen und ihr wisst jetzt ein bisschen Bescheid. Ja, habt ihr trotzdem noch ein paar Fragen oder so? Oder? Sind Sie denn bei Viva con Aqua Heidelberg aktiv? Also ich gehe hin und wieder mal, wenn ich Zeit habe, gehe ich mal dahin. Also ich bin selber, also ich unterstütze, also Fördermitglied bin ich da immer und tue immer so einen Jahresbeitrag quasi spenden da. Und wenn irgendwo mal ein Festival ist oder so und ich habe mal Zeit, dann besuche ich auch mal sowas, auf jeden Fall. Also, ja. Aber ich bin jetzt nicht so, dass ich jetzt jede Woche da oder so aktiv bin, das jetzt auch nicht, ne, weil Zeit habe ich jetzt leider auch nicht. Aber ich finde halt die Organisation klasse, was sie so machen und sehr unterstützenswert. Ja? Wie lange machen Sie das schon? Gute 6-7 Jahre bin ich schon dabei. Ja. Angefangen also durch einen Freund von mir, der sich auch schon da engagiert hat. Davon bin ich dann aufmerksam geworden und dann habe ich mich mal ein bisschen mehr befasst damit und im Internet mal so geguckt und ja, ich fand es sehr klasse, was sie da so machen und die wachsen ja auch stets immer mehr. Das heißt, mittlerweile machen jetzt ja auch Schweiz, Österreich, Holland mit, also jetzt nicht nur Deutschland, sondern auch andere Länder und auch Amerika kriegt jetzt mal Luft. Sag ich mal, zum Beispiel dieses Jahr war Ed Sheeran da und hat von dem Wasser mitbekommen. Und ich bin mir sicher, dass jetzt auch da in Amerika bald mal was geht. Und dass es immer weiter wächst, sag ich mal, und größer wird. Ja. So. Ja. Das war's. Danke auch. Jedes Jahr werden Wünsche wahr. Geht dazu, dass es doch immer wieder neu anfangen geht. Und also, so schlimm die Zeit auch ist, es gibt immer noch Hoffnung. Und das ist jedes Jahr. Thank you.
Just for you.